Eine gewisse Frustrationstoleranz ist auf jeden Fall von Vorteil jetzt im September, aber der ist nichts mehr gegen diesen Kochtopf, diesen Druckkochtopf, der August gewesen ist. Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Prognose und heute schauen wir uns das Monat September an. Was haben wir für Tendenzen im September? Wie wird es denn allgemein? Mit was können wir denn rechnen? Und gleich einmal vorweg, wir haben natürlich im September eine Mondfinsternis und zwar am 18. September findet dann die Mondfinsternis in den Fischen statt. Und diese Mondfinsternis in den Fischen werden wir dann in einem eigenen Video noch einmal behandeln, weil das natürlich schon wieder neue Themen für einen neuen Zyklus aufwirft. Aber wie geht es denn jetzt generell im September los? Geprägt wird der September hauptsächlich natürlich von einer Jungfrauensonne. Und Jungfrauensonne ist ja immer so dieses Prinzip, dieses rational etwas betrachten, etwas abwägen, vorsichtiger sein und auch die Selbstaussteuerung, wo man dann sagt, okay, was gebe ich denn von mir her? Also wo halte ich mich zurück? Wo gebe ich eher was aus? Wo gebe ich, ja, habe ich Anteil sozusagen oder gebe ich was von mir preis, das ist das richtige Wort. Und natürlich auch das Prinzip des Dienens und der Vorausplanung. Es ist dann die Erntezeit im September und man muss langsam anfangen, okay, was lege ich in den Speichern, also so vom Jahresrhythmus her. Und diese Jungfrauensonne ist natürlich eine sehr rationelle Sonne, die eigentlich ohne gröbere Belastungen daherkommt. Wir haben zu Beginn September einmal ein Quintil zum Mars und das gibt da immer so ein bisschen so eine gewisse Unruhe, so eine gewisse Quirligkeit. Der Mars ist ja gerade in den Zwillingen und da geht es dann vielleicht um Ideen, ums Denken, um etwas zu überdenken und eventuell auch ein bisschen bei der eigenen Ruhe, also in die eigene Ruhe zu kommen und nicht zu nervös zu sein. Das kann auch sein, dass sich dann natürlich auch Nachrichten überschlagen, dass da viele Neuigkeiten aufbrechen. Und dazu kommt dann natürlich auch noch von der Wirkung her, von wirklich den Langsamläufern, wirkt dann natürlich der rückläufige Pluto. Und Pluto ist ja auf dem Weg zurück vom Wassermann zu seinem letzten Rendezvous in den Steinbock. Und der kommt ja dann in den Steinbock wieder rein und wird dann bis November noch einmal im Steinbock bleiben und dann ist er draußen. Ja? Und das ist noch einmal so diese Rückkehr des Pluto, ein letztes Mal, wo er noch einmal diese Themen hochkocht und wo diese Pluto-Themen dann noch einmal drinnen sind. Und wir haben natürlich mit Pluto, der rückläufig ist, das ist eine gute Zeit, um Familienthemen anzuschauen, karmische Themen zu lösen, ja? Also so ins Innere zu gehen und da eine innere Transformationsarbeit auch zu betreiben. Man kann sich das so vorstellen wie, okay, wo habe ich denn vielleicht auch Rollen gespielt oder wo stecke ich denn in Konzepten fest, die jetzt transformiert werden sollten und da kann ich in mich reingehen. Mit dem Halbquadrat zu Saturn in den Fischen bietet dieser Aspekt noch einmal eine gewisse Versteinerung, eine Versteifung, eine Verstockung, also eine gewisse Frustration in dir selber. Also es kann sein, dass du im September jetzt irrsinnig so Frust spürst, wo du das Gefühl hast, ich bin mit mir nicht zufrieden, ich möchte irgendetwas ändern. Und trotzdem das Gefühl hast, ich komme da nicht hin, ich stecke da fest. Also da wundere dich nicht, wenn da wirklich so ein innerer Druck drinnen ist, so ein bisschen so ein Feststeckgefühl, denn dieses Feststeckgefühl, das wird sich dann auch wieder ändern. Aber was kann man machen, wenn man das Gefühl hat, ich stecke fest? Dann ist es ganz gut und ganz, ganz klar zu sagen, einfach einmal, okay, wo kann ich jetzt wirken? Es steckt nie alles fest, also 100% steht nicht fest. Ich bin unzufrieden. Was kann ich tun, dass ich weniger unzufrieden bin? Also das kann eben schon so ein Leidensdruck sein. Auch das Gefühl sein, ich komme mit mir selber nicht ganz klar, aber Schritt für Schritt kommst du da wieder raus und da macht man halt keine Riesensprünge, gerade so am Anfang und mit Pluto eben rückläufig. Das, was auch noch dieser rückläufige Pluto auslöst, ist gerade zu Beginn September ein Trigon zur Venus hin. Und Venus steht in der Waage und die Waage möchte über die Partnerschaft, die möchte Sinnlichkeit in der Partnerschaft, die möchte sich beziehen, ja, die möchte mit neuen Ideen auch konfrontiert werden. Und mit dem Pluto-Trigon, der rückläufig ist, heißt das einfach auch, deine Partnerschaftsmuster können transformiert werden. Also eine gute Zeit auch noch einmal für den Austausch mit dem Partner.
Und alles, wo du das Gefühl hast, da steckt etwas fest oder da ist vielleicht irgendetwas, was transformiert gehört, da stört mich was in der Partnerschaft, ist es eine gute Zeit, das auszusprechen, das zu kommunizieren, was natürlich mit dem gerade Beginn September oft noch einmal ein bisschen zu, ja, kritisch an Gesprächen führen kann, also da ein bisschen aufpassen, einfach bevor man streitet wird sozusagen. Aber dieses Venus-Pluto, da will man sich entweder schon fix binden, also das ist so eine Ehekonstellation eigentlich auch, also ich möchte heiraten, ich möchte etwas Fixes haben, also das kann das eine sein, oder natürlich auch eben den Wandel der Partnerschaft, wenn ich Single bin, möchte ich vielleicht wen kennenlernen, wenn ich wen habe, möchte ich mich versingeln, ja, also da, statt entkoppeln. Also das ist natürlich so ein Aspekt, der da mitspielt und der im September da auch mitschwingen wird. Wir haben allerdings auch mit diesem Trigon, also mit diesem Trigon zu Uranus und dem Sextil zu Neptun auch noch einmal eine Kombination eben, wo dieser Pluto ganz gewiss bestrahlt wird, wo man aber sagen kann, das sind positive Aspekte. Das heißt, das ist auch wirklich noch einmal so, also wo man wirklich sagt, okay, das ist diese Reformation, Transformation der Werte wird jetzt vielleicht kocht noch mal hoch, aber was da passiert, ist eigentlich unter positiven Vorzeichen. Also das wäre so ein Zeichen eigentlich vom Aspekt her, wo man sagt, okay, wenn eine Krise kommt, wenn eine Wirtschaftskrise kommt, wenn eine Bank dann mal crashen kann, was ich ja schon öfter gesagt habe, dass ich glaube, dass da so Ende November oder im November dann noch einmal was mit den Banken sein könnte, mit den Finanzen sein könnte, dass das eigentlich gut und glimpflich ausgeht und dass diese Transformationen, diese Wandlungen auch im System durchaus gut ausgehen. Und das würde auch das Sextil zum Neptun hin andeuten. Also der Neptun, der auch gerade rückläufig ist, also wir haben ja die Rückläufigkeit Saturn, Neptun, Pluto, alle rückläufig, also das ist schon so ein Start im September, wo es ganz stark so ums Innere geht, um das mit sich selbst beschäftigen. Und es wird dann Mitte September nochmal leichter, da kommen dann wirklich so noch einmal mehr so Liebes-, Flirt-, Romanzaspekte, wenn Jupiter, Venus sich dann begegnen. Aber dazu komme ich dann in einem anderen Video. Grundsätzlich kann man über den September sagen, dass er mit seinem Schattenspiel, seinem Licht und Schatten der Mondfinsternis, durchaus eine gewisse Ballungskraft in sich hält, eine gewisse Frustrationstoleranz ist auf jeden Fall von Vorteil jetzt im September. Aber der ist nichts mehr gegen diesen Kochtopf, diesen Druckkochtopf, der August gewesen ist. Also da ist es auf jeden Fall leichter als im Vergleich zum August. Also ich weiß ja nicht, wie dein August gewesen ist, aber der September sollte eigentlich jetzt ein bisschen leichter werden. Also das sind dann schon diese Prozesse, wo ich sage, ich bin nach innen gegangen, ich habe was transformiert, ich habe da was gelöst, sollten eigentlich schon ganz gut laufen. Und deshalb sollte der September dann auch wieder, ja, mit ein paar kritischen Aspekten schon relativ rund ausklingen. Ich denke einfach, es ist wichtig, sich nicht verführen zu lassen, sich nicht ablenken lassen von dem eigenen, ja, weil das ist natürlich noch einmal mit Saturn, Pluto auch noch einmal dieses: Was hast du zu denken? Wie hast du zu sein? Dieses Wie, was ist eigentlich die Wirklichkeit? Und die wird dir diktiert dann, was ist wirklich und was nicht. Also da lass dich einfach nicht verwirren. Das kann sein, dass das im September hochkocht. Wir haben ja Wahlkämpfe auch in Österreich jetzt wieder. Also mal schauen, was sich da tut. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, wir haben ein paar Spannungen drinnen, ein paar spannende Momente drinnen. Wir haben auch eben ja, eigentlich auch noch einmal den Neptun so in Opposition zur Venus. Das ist auch noch mal so dieser Liebestraum. Das ist so ein bisschen dieses Träumerische, was kann denn werden? Oder dass man auch vielleicht auch einen neuen Horizont im Bezug von Beziehungen herkriegt, ne? Also es gibt, wie gesagt, es gibt viele, viele Aspekte, wo du etwas lösen kannst. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sich wirklich alte partnerschaftliche Muster lösen im September und dass da einfach neuer Wind, frischer Wind reinkommt, der dann auch gelebt werden kann, wo dann Liebe auch wieder gelebt werden kann. Außerdem ist es eben so, dass man sagt, gut, körperlich einfach ein bisschen Acht geben, da haben wir so die Tendenzen hin, so ein bisschen zu Nervenleiden, Nervosität, also sich nicht überspannen mit irgendwelchen Dingen. Aber sonst schaut es eigentlich jetzt, wie gesagt,
besser als der August. Wir haben noch Luft nach oben. Ja, also wir haben ein besseres Monat, aber Luft nach oben. Und wir schauen uns dann natürlich auch noch an in den kommenden Videos, was passiert denn da mit der Mondfinsternis, und das kommt dann alles auch. Wenn es dich einfach einmal interessiert, auch wie diese Aspekte alle wirken, ja, wie diese ganzen Transite wirken und was das mit deinem individuellen Horoskop macht, dann würde ich dir wirklich ans Herz legen, mach doch einfach mal so eine astrologische Analyse deines Geburtshoroskops, zum Beispiel deiner Lebensthemen. Da siehst du dann einfach mal wirklich, okay, um was geht es denn? Wo habe ich denn meine Aspekte, meine Planeten, meine Themen stehen? Und was betrifft mich denn da? Also das wäre auf jeden Fall ein sinnvoller Einstieg für die Astrologie. Und wenn es dich interessiert, ein bisschen mehr über die Energiearbeit zu lernen, das heißt wirklich Chakrenarbeit, Heilungsarbeit kennenzulernen, dann bist du natürlich bei der Ausbildung zur medialen Energetik genau richtig. Die startet im Oktober und ist ein super Zeitpunkt, eine Ausbildung zu starten. Vielleicht als zweites Standbein, vielleicht für dich, um Dinge zu klären in deinem Energiefeld. Trailer läuft ja jetzt gerade, und ich blende dann auch unten noch einmal die Anmeldungs Daten ein. Die Ausbildung geht über ein Jahr, ist sicher so die umfangreichste Ausbildung im Sinn von Medialität, Energiearbeit, die du besuchen kannst, und ja, kommt über Jahre schon hervorragend an bei meinen Klientinnen und Klienten. Ich wünsche dir jetzt für den September einen guten Start erstmal in den September. Wir sehen uns ja dann bald wieder. Dann schauen wir uns nochmal im Detail weitere Aspekte an. Aber grundsätzlich jetzt mal für den Anfang, wenn du ein bisschen nervös bist, wenn du ein bisschen so unruhig bist, ein bisschen frustriert bist, sei lieb zu dir. Und gerade mit diesem Venus-Aspekt, wo man ja flirten möchte, du weißt einfach, Zufriedenheit macht sexy. Also schau einfach mal, dass du wirklich schaust, wie würde ich mich denn zufriedener fühlen? Wie würde ich mich denn wirklich erfüllter fühlen? Und dann nicht auf jemanden im Außen warten, sondern wirklich, dass diese Zufriedenheit zuerst in dir da ist. Und dann, denke ich, wird das alles gut laufen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ich hoffe, bis bald. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erani. Tschüss, bis dann. Thank you.